am Freitag natürlich gegen Krefeld weiter. Wie ist die Lage im Team? Ja, Stimmung ist natürlich super. Wir haben uns eigentlich auf jeden Gegner gleich vorbereitet. Natürlich wussten wir, dass mit München und Mannheim gleich zwei vermeintliche Meisterschaftsanwärter auf uns warten. Dementsprechend waren wir natürlich von vornherein bereit und haben uns da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir auch gut gespielt und 6 Punkte, glaube ich, verdient gehabt in beiden Spielen. Ja, Moritz, auch fantastisches Wochenende hingelegt zum Start. Jetzt geht's gegen Krefeld. Worauf kommt's an? Ja, dass wir weiter hungrig bleiben, dass wir weiter unser Spiel spielen, dass wir nicht denken, wir können jetzt schon irgendwie uns irgendwie relaxen, müssen weitermachen und weiter hart arbeiten. Am Samstag kommt dann das Abschiedsspiel für Lüdemann. Wird es emotional auch für euch als Spieler? Ja, für den einen oder anderen mit Sicherheit. Gerade ich habe sehr lange mit Lüdemann zusammengespielt, fast 700 Spiele. Das verbindet natürlich und ich wünsche ihm hier ein tolles Fest in der Arena.